So, hallo, Thomas Rall von Natur erleben. Ich bin heute in meinem Camp und in meinem Camp koche ich recht viel und deswegen muss ich auch ab und zu abwaschen. Und aus diesem Grund würde ich euch heute gerne zeigen, wie man relativ leicht eine Seife herstellen kann, die umweltfreundlich ist und die einfach der Umwelt nicht schadet. Dafür nimmt man ganz normale Kastanien, also Rosskastanien, keine Esskastanien. Und diese Kastanien, die enthalten Saponine. Und diese Saponine, die sind praktisch das, was dann diesen Seife, also was auch in der Seife drin ist, um das Fett zu lösen. Dafür braucht ihr nicht viel, ihr braucht einfach nur Kastanien. Ich habe hier so ein Glas, das habe ich jetzt auch durch den Deckel habe ich eine Schnur gemacht und einen Haken dran, damit ich es einfach neben meine Waschstelle aufhängen kann. Und dann geht ihr so vor, ihr nehmt einfach die Kastanien, ich lege die jetzt mal runter. Nehmt ein Beil, ihr könnt sie auch klein schneiden. Und dann zerstampft ihr die einfach, dass sie so einen musigen Brei geben. Füllt die ins Glas ein. Und umso kleiner ihr das dann natürlich habt, umso besser kommen diese Saponine raus. Das sieht dann so aus. Und so macht ihr dann natürlich einfach alle Kastanien klein. Hui, ich nehme mal eine neue. Manch die schön. Und dann tut er einfach immer diesen Brei, tut er hier in das Glas rein. Gut, und wenn ihr dann da so einige zusammen geklaubert habt und zerdrückt habt, dann füllt ihr das einfach mit Wasser auf. Und schüttelt das. Also ich hoffe, ihr könnt es schon sehen, wie sich da der Schaum entwickelt. Also ich habe jetzt oben für diese Aufhängung halt Löcher drin, da aus dem Grund geht ein bisschen raus. Aber ich denke, ihr seht, wie viel Schaum da jetzt schon kommt. Und wenn ihr das jetzt natürlich über Nacht stehen lasst, dann habt ihr am nächsten Tag wirklich eine richtig gute Seife. Ich mache meine Hände. Ja. Hat es funktioniert? Ja, super. Sogar das Harz ist weg.